Hallo, der neue DLC zu City Skylines ist erschienen und der Matthias hat das ausgiebig gespielt, den Mass Transit DLC und wird den euch mal ein bisschen vorstellen. Ich bin übrigens der Peter und ich würde sagen, wir gehen gleich mal... Genau, wir zeigen heute mal ein bisschen, was denn so neu ist in dem DLC, was die lustigen Finnen uns da so an neuen Features präsentiert haben. Und wie der Name vermuten lässt, dreht sich dabei alles um Verkehr, wie der Verkehr in der Stadt geregelt wird. Und ich habe da hier mal so ein bisschen demonstrationsmäßig was aufgebaut. Also das ist jetzt hier keine voll funktionsfähige Stadt. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber seltsam aus. Das könnte, obwohl in Bayern vielleicht irgendwo da... Ja, wo man dann in den Hauptbahnhof einsteigt. Ja, 10 Minuten, 10 Minuten. Ja. Ja, wie gesagt, es dreht sich alles um Verkehr und wie man den Verkehr regelt. Und das geht schon bei den Straßen los. Die gab es ja vorher schon, aber sie haben jetzt ein bisschen was geändert beim Straßenbau. Das sieht man schon hier, jetzt sind hier so verschiedene zusätzliche Anzeigen, wenn man Straßen baut. Ja. Zum Beispiel wird jetzt hier der Winkel angezeigt. Ach schön, das ist super. Wenn man Straßen ausrichtet oder es wird so eine gestrichelte Linie angezeigt, die quasi vorzeichnet, wie denn andere in der Nähe befindliche Straßen weiterlaufen würden, wenn man die denn verlängert. So zum Beispiel, dass ich hier stoppen muss, wenn ich eine direkte Verbindung zu der Straße herstellen will. Das muss ich echt mal sagen, das ist ja super. Ja. Und dann kann ich auch direkt könnte ich hier noch weiteren Kram machen. Ich fand den Straßenbau im Hauptspiel schon großartig und das ist natürlich der Traum. Alles noch viel besser, da kann man noch viel präziser Sachen einbauen. Wir haben ja inzwischen auch Straßennamen. Genau, das ist die nächste Neuerung. Die Namen haben jetzt auch Straßen, die werden zufällig vergeben, aber man kann natürlich auch hier draufklicken und, dann da die Dr. Max Straße draus machen. Okay. Da ist unser Verlag, für alle, die es nicht wissen. Da sehen wir auch gleich noch was. Man kann zum Beispiel die Straße jetzt als Vorzugsstraße festlegen. Wenn man eine große, breite Hauptstraße hat zum Beispiel, dann fließt der Verkehr dann dort quasi bevorzugt. Mhm. Da kommen wir dann gleich noch zu einem neuen Analyse-Feature, was es dafür jetzt auch gibt. Die Verkehrsrouten. Da gibt es zum Beispiel, kann man sich die Kreuzungen alle mal näher angucken. Und da hat man jetzt nämlich die Kontrolle, wie die Kreuzungen geschaltet sind, ob hier Stoppschilder stehen oder ob hier Ampeln stehen. Cool. Und wie die funktionieren und kann man halt relativ präzise bestimmen, wer von wo kommt und dann wer dann die Vorfahrt hat und so weiter. Das kann man hier für alle möglichen Kreuzungen machen, um halt mehr Kontrolle über seinen Fluss zu haben. Man kann dann halt auch die einzelnen Straßen auswählen. Das basiert halt auf den Straßennamen, alle Straßen, die zusammenhängend sind. Und dann kann man hier gucken, wie weit ist die Straße. Und dann kann man hier auch halt wieder, wie gesagt, diesen Vorfahrtsstraßenstatus festlegen. Auf einer Autobahn. Das ist halt hoffentlich auch ein Vorfahrt. Ist hoffentlich Vorfahrt. Und das Wichtigste ist aber, man kann für alle Fahrzeuge und so weiter, muss ich mal auswählen, kann man sich anzeigen lassen, wo ist der Verkehr, wo fließt der Verkehr, wo... Ja, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen witzlos, weil du halt keine große Stadt mit viel Verkehr hast. Ja, aber genau. Hier sieht man zum Beispiel, dass halt hauptsächlich hier rumgefahren wird. Man kann das für einzelne Straßen machen, man kann Fahrzeuge auswählen. Dann sieht man, wo genau, wo ist das Ziel dieses Fahrzeugs, welche Route nimmt es dahin und dann sieht man, aha, was könnte ich da vielleicht verbessern, damit das Fahrzeug dort wesentlich leichter hinkommt. Oh Gott, Der Traum eines jeden Simulationsfans wirklich. Also du siehst ja wirklich, wie die Simulation arbeitet. Ich muss jetzt mal kurz näher ran. Hier haben wir zum Beispiel noch einen Radfahrer. Okay, der fährt jetzt hier nur gerade zu diesem Bahnhof. Also man kann da für jeden Einwohner einzeln sich die Strecken anzeigen lassen, die sie nehmen müssen. Boah, gerade die Leute, die früher bei Maxis gearbeitet haben und SimCity verbrochen haben, die denken so, oh scheiße, hätten wir das nochmal so gemacht. Hier ist zum Beispiel so ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man sieht, wie schlecht meine Straßen eigentlich gebaut sind. Wenn man von hier nämlich fahren will, dann muss der erstmal hier rumfahren. Oh, ja, stimmt. Du hast, weil du da vorne keine Verbindung. Weil ich hier keine Anbindung an die Autobahn habe, fahren die erstmal hier so kreuz die Quere. Aber logisch. Und solche Sachen findet man dann halt mit diesem Analyse-Tool raus. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und sind das jetzt nur Features, die im DLC drin sind, oder sind das auch wieder, wurden die per Patch auch reingepatcht? Weil viele der Features, die sind auch im kostenlosen Patch. Diese Routenanalyse dabei ist, weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau, aber ich glaube ja. Auch die Straßenbau-Features sind in dem Patch enthalten. Neu im DLC sind dann halt vor allen Dingen die ganzen neuen Bauoptionen, die es gibt.
Die sehen wir hier auch schon. Es gibt jetzt halt noch deutlich mehr öffentliche Verkehrsmittel, wie zum Beispiel diese Monorailbahn hier. Können Sie ja mal fahren Schön. lassen. Da kann man halt so erhöhte Züge durch die Stadt fahren lassen. Hier, wie man Eigentlich es aus amerikanischen genau, Städten ja. kennt, wo dann hier die Schienen einfach über der Straße platziert sind. Und da gibt es dann verschiedenste Formen von Bahnhöfen. Das ist hier der relativ einfachste. Und dann gibt es auch so Kombibahnhöfe wie diesen hier. Das ist Monorail-Busknoten. Also hier unten sind Bushaltestellen und oben ist halt der Monorail-Bahnhof und da kann man halt so seine verschiedenen Verkehrsformen miteinander verknüpfen oder halt mit diesem großen hier. Der hat Anschluss für Züge und auch noch für die U-Bahn, was man dann hier sieht. Da gibt Hat es man dann jetzt hier auch genau Bahn, noch einen ja. U-Bahn-Anschluss, wenn man das denn wollte. Cool. Das sind alles so Features, wo ich teilweise ja, wo die Leute auch mit Mods sich auch ausgeholfen haben, gerade mit dem Verkehr und so. Ja. Und jetzt sind sie alle von Haus aus drin oder von halt mit dem Auch PC. die Cool. Züge, die gab es schon von Anfang an, aber die wurden zum Beispiel auch noch ausgebaut mit neuen Bahnhöfen, wie dieser große Durchgangsbahnhof oder dieser große Endbahnhof hier, Nice. wo man dann halt sechs verschiedene Gleise anschließen kann, aus allen möglichen Teilen. Und man kann jetzt festlegen, ob Bahnhöfe für Intercity-Züge anfahrbar sind oder nicht. So kann man ein bisschen steuern, dass man manche Strecken nur für Regionalverkehr hat, zum Beispiel, also für innerstädtischen Verkehr. Okay. Und dann die Intercity-Züge zum Beispiel nur an vorgesehenen Bahnhöfen halten. Aber es ist ja nicht so wie bei SimCity, dass die Intercities, die sind ja nicht andere, wirklich andere Städte, die du gebaut hast oder so, sondern es sind ja Nein, es quasi gibt ja, simulierte, ne? es gibt ja hier Kommt man da überall raus. Anschlüsse Ja. hier, die aus der Karte hinausführen. Das sind halt, wo dann die neuen Einwohner zum Genau, ja. Beispiel in die Stadt kommen und solche Und wenn Geschichten. du halt den Verkehr nicht haben Oder wo willst, dann, Touristen herkommen zum ja, Beispiel. dann sagst du Die eben, hat man ja auch. bitte nicht hier. Kein ICE bei mir. Genau, neu ist außerdem der Zeppelin-Verkehr. Man Okay. kann jetzt also auch längere Strecken per Zeppelin überbrücken. Dazu baut man hier solche Haltestellen an verschiedenen Orten. Hier ist gerade einer gelandet. Und dann richtet man genauso wie mit Bussen und so weiter, richtet man dann Linien ein. Ich muss ja mal hier kurz zeigen. Gibt es das eigentlich in der Realität, dass man Zeppeline hat, die so Strecken Nicht, dass Leute ich wüsste, nein. Also, transportieren? sie gibt es so Seit als der Freiz also, Innenburg so für glaube ich Freizeitausflüge, nicht aber mehr. mehr, glaube ich, gibt es das eigentlich Das nicht. wäre mir jetzt auch nicht bekannt. Oder muss man dann hier zum Beispiel Zeppelin-Wege festlegen, also quasi Luftstraßen, Ah, okay. so wie man es auch mit normalen Wegen macht? Ja, aber die können auch logischerweise über Gebäude führen, Genau, die oder? können hier, Der hier sieht Luft. man es ja, hier Ja. läuft die Straße einfach mal quer über die Stadt, also über das, was eine Stadt sein soll. Ja, und das ist halt so mehr fürs gemächliche Reisen. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch keine Stelle gefunden, wo ich es irgendwie Ja. sinnvoll finde. Vielleicht auf einer Karte, wo es viele Inseln gibt oder so, könnte ich mir das Ja, sinnvollerweise oder wenn vielleicht du dann die das vorstellen. alternative New York aus Fringe Genau. nachstellen willst. So neu ist auch hier die Seilbahn, Cable Cars. Ah, cool. Ich habe es jetzt hier ein bisschen auf dem flachen Land errichtet, aber damit kann man sicherlich dann auch etwas Den mehr Berg, bergiges ja. Gelände überwinden, um Leute schnell von A nach B zu kriegen, weil wenn man eine Straße versucht hochzubauen, ist das ja dann meistens eher schwierig. Ja. Da fehlt eigentlich noch der DLC für Skigebiete und so, und dass du Ja, Touristen baust. wer Ja. weiß, was als nächstes kommt. Alpin. Was noch neu ist, ist Schiffsverkehr. Also Schiffsverkehr gab es ja schon in Form von Kreuzfahrtschiffen und Frachtschiffen, für die man Häfen bauen konnte. Aber jetzt kann man auch Fähren fahren lassen. Zwischen Fährkai und dann gibt es hier auch so einen Fährbusknoten, also wieder so ein Kombibahnhof oder eine normale Fähranlegestelle. Das habe ich bisher noch nicht so ganz raus, wie das funktioniert, weil das ist ein Fährt noch keiner. bisschen tricky. Weil hier muss man auch wieder wie bei den Luftverkehren so eine dann Wasserstraßen festlegen hier, wo dann Ja. die Fähren zu fahren haben. Und eigentlich habe ich das ja alles gemacht. Ich habe auch eine Linie eingerichtet, die hier im Kreis zwischen diesen zwei Haltestellen fahren soll. Und ich habe auch hier das Depot Aber ist irgendwie, da ist verbunden. doch so ein Icon über dem Ja, Depot. Was ist denn da? das Depot sagt aber, muss mit Linie verbunden sein. Muss vielleicht noch mal den. Da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen. Hast du es vielleicht, also, ja gut, das klingt jetzt nicht so, aber
die Straße voll. Nee, die Straße hat keinen keine Einfluss, das hatte ich schon mal alles versucht. Achso, okay. Schräg. Ja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen fiddeln mit. Das Spiel, wenn man das jetzt hier zum ersten Mal installiert, kriegt man zwar am Anfang so eine Übersicht eingeblendet, was denn alles neu ist, aber wie das Neue so alles genau funktioniert, erklärt einem das Spiel leider nicht so ganz genau. Deswegen habe ich hier gerade ein bisschen ein Problem, aber das kriege ich schon noch raus. Ja, das sind halt so die Neuerungen beim Verkehr. Es gibt dann natürlich passend dazu noch ein paar neue Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel das Bootsmuseum, was ich hier schon gebaut habe. Hier. Ach ja, schön. Oder dann gibt es hier noch einen Verkehrspark. Dazu muss man dann schon wöchentlich 5.500 Passagiere mit den öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren oder halt eine Lokomotivhalle, wenn man viel auf Eisenbahn setzt. Ah. Was ist noch mit DLC enthalten? Drei neue Szenarios, die sich dann natürlich hauptsächlich auf den Verkehrsausbau konzentrieren, wo du dann eine vorgefertigte Stadt bekommst, die im Verkehrschaos versinkt und dann muss man zusehen, dass man da irgendwie wieder Ordnung reinbringt, zum Beispiel. Ja, alles im Allen relativ viel zu tun, wieder für Leute, die dann komplett ihre Städte umbauen können. Ja. Mit den ganzen neuen Möglichkeiten. Und hast du es mal so auch angeschaut, wie das ist mit den Verkehr, gerade mit den Stoppschildern und Ampeln und so? Da läuft das alles? Ja, also es ist ja schon tricky. Man kann da sehr viel Zeit mit Optimierung verbringen, auf jeden Fall. Wenn man da wirklich die letzte Feinheit rausholt, ich weiß noch, beim Hauptspiel war ja immer so die Regel, ja, immer so sehr viel Kreisverkehre benutzen. Die nehmen halt natürlich verdammt viel Platz weg. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man jetzt mit diesen ganzen Optimierungsmöglichkeiten und es gibt auch ein paar neue Straßen, die ich hier mal kurz zeigen kann, wo man dann noch ein bisschen mehr arbeiten kann. Zum Beispiel so asynchrone Straßen, wo dann nur zwei Spuren in eine Richtung und eine Spur in die andere Richtung. Solche Geschichten und die verschiedensten Formen von Einbahnstraßen. Ja. Da kann man jetzt wahrscheinlich noch viel mehr machen, um das alles zu optimieren. Ich bin selbst da nicht so der größte Friegler, der jetzt da lebt. Ja, es ist, glaube ich, auch sowas für die Leute, die auch Cities in Motion schon gespielt haben, also Verkehr halt. Also ich war auch lieber in eine große Stadt und gucke mir die an und dem Verkehr, das habe ich schon beim Hauptspiel sogar, ja, passt schon. Hauptsache er läuft irgendwie. Irgendwie, ja. Auch wenn alles rot ist, das passt schon. Aber ja, wer da so, wer wirklich, da muss man auch ein bisschen Muße einfach haben und sich da reinzufinden. Auf jeden Fall soweit, denke ich. Ziemlich eigentlich cool, alles Style. Wichtige gezeigt, was es Neues gibt. Also ich bin echt begeistert, muss ich sagen, dass ich habe jetzt wieder ein bisschen Lust drauf auf das. Ja, ich habe jetzt auch mal eine komplett neue Stadt angefangen. Mal sehen, wie ich da so die neuen Elemente alle verbauen kann und wie das dann am Ende wird. Und ja. Okay, also DLC ist draußen, kostet 13 Euro bei Steam. Und ja, wir können es eigentlich nur empfehlen, sagen wir mal so. Gut, macht's gut. Bis dann. Ciao.